Turi 2TV, das Branchenfernsehen. Manfred Saurer ist Chefredakteur und Geschäftsführer der Mittelbayerischen Zeitung. Ich als Berliner stelle mir vor, die im reichen Süden, die können doch satt sein und müssen sich gar nicht bewegen, die haben Geld. Sie bewegen sich trotzdem ein bisschen. Was tut sich bei Ihnen in der Redaktion? Also wir haben natürlich die gleichen Probleme, wie es überall ist. Allerdings haben die Leute bei uns mehr Geld, aber das müssen sie erstmal ausgeben für Medienangebote, sodass wir weiterleben können. Ja. Trotzdem, Sie ändern die Struktur bei Ihnen im Newsroom. Was bedeutet das konkret? Was gibt es da für neue Positionen und Posten? Also die journalistischen Produkte unseres Hauses müssen ja ihren Beitrag weiterhin zum Gesamtergebnis des Hauses liefern. Und wir wissen alle nicht, es wäre vermessen zu sagen, man weiß es, wir wissen alle nicht, wie genau der Medienkonsum und das Mediennutzungsverhalten sich weiterentwickeln wird. Wir probieren viele Dinge aus, aber bleiben natürlich auch bei den bewährten Sachen gleichzeitig. Und wenn man eine Redaktion hat und nicht zwei möchte, dann muss man diese Redaktion organisatorisch immer weiterentwickeln. Das fängt schon bei der Ausbildung an. Also wir haben die Ausbildung komplett geändert, wir haben zwei Ausbildungslinien und so weiter. Und als wir in einen neuen Newsroom gezogen sind, mit dem Ziel, integriert zu arbeiten, also für alle Plattformen, haben wir es so gut irgendwie gegangen ist vorbereitet. Das lief auch nicht schlecht, haben aber natürlich auch Schwachstellen erkannt. Und diese Schwachstellen haben wir bearbeitet und haben festgestellt, dass wir am besten so integriert arbeiten, dass wir zunächst plattformunabhängig arbeiten, Themen behandeln, also dass es Verantwortliche gibt, die sich darum kümmern, dass die besten Themen, und zwar immer unter der Maßgabe eines regionalen Medienhauses, die besten Themen auch am besten bearbeitet werden. Also kurzum gesagt, eine Verantwortlichkeit, eine Person, die sich für ein Thema zuständig fühlt, egal welche Plattform? Es sind zwei Personen und die fühlen sich für alle Themen verantwortlich. Das heißt, die entscheiden, welche Themen gemacht werden. Und damit die, weil sie können eigentlich keine Tausendsassa sein, Unterstützung bekommen für die einzelnen Plattformen. Also wie machen wir es im Print, wo kommt es zu stehen und wie wird es dort gestaltet? Wie sieht es auf der Website aus, dass man nicht vergisst, dass man da vielleicht auch O-Töne, Live-Kommentare, Videos etc., Bewegtbild mit ranholt durch die Reporter? Gibt es immer auch Produktverantwortliche für die Website, für Social Media? Das kann man zwar streiten, ob das ein Produkt ist, aber wir sehen es schon in gewisser Weise so. Und natürlich auch für die mobilen Angebote. Das heißt, Zeitung, mobile Angebote, Website und Social Media, weitere vier Produktverantwortliche, sodass wir, es gibt da noch einen Stellvertreter für alles, insgesamt sieben neue Verantwortlichkeiten zugemessen haben außerhalb der Chefredaktion. Sie haben jetzt viel über Digitales gesprochen. Ist die Mittelbayerische Zeitung heute eher eine Digitalredaktion mit einer angeschlossenen Zeitung? Ja, es ist natürlich nicht so. Die Zeitung haben wir mit einem Projekt auch weiterentwickelt. Wir haben uns überlegt, wie sieht die Zeitung der Zukunft aus? Es sind jetzt keine überraschenden Erkenntnisse. Es geht darum, über Gestaltung die Leute zum Lesen zu bewegen, die abgeschlossenen Leseerlebnisse, die die Zeitung ermöglicht, gut darzustellen. Und natürlich journalistische Qualität, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Und die Zeitung ist natürlich im Mittelpunkt. Aber die Umsätze einer Zeitung im Anzeigengeschäft, gerade im überregionalen, für ein regionales Medienhaus und auch im Lesermarkt, sind natürlich unter Druck.